Hey Leute und willkommen auf meinem Kanal. Und zwar, ich war jetzt in einem Einkaufscenter in einem Spielzeugwarenladen, ja. Und dort hatten sie schon ein Silvesterprospekt, ja. Das zeige ich euch jetzt. Und zwar, das sieht so aus. Da haben wir gleich auf der Startseite verschiedene Batterien. Da haben wir einmal die Jet Power mit 27 Schuss, 55 Metern Effekthöhe und 70 Sekunden Brenndauer und ein Kaliber von 30 mm, wie man es hier sehen kann. Ja, also für 24,99 auf jeden Fall eine recht gute Batterie, ja. Also kann man sich eigentlich mitnehmen für den Preis, ja. Dann haben wir hier die Beast, die hat 20 Schuss, 20 Meter Effekthöhe, 25 Sekunden Brenndauer und ein Kaliber von 16 mm. Ja, also meiner Meinung nach für 3,99 recht okay, weil die Batterie nämlich ohne Zerleger ist. Also das sind bloß so kleine bunte, das sind so wie kleine bunte Schüttraketen halt, so bloß in Batterieform halt. Ja, dann machen wir weiter. Dann haben wir die President Pyro. Und zwar, die hat 144 Schuss, eine Effekthöhe von 30 Metern. Die hat 90 Sekunden Brenndauer und ein Kaliber von 25 mm. Ja, Leute, ihr seht ja schon am Preis 100 Euro. Also, das ist eigentlich so ähnlich wie ein riesen Tagesfeuerwerk halt, ja. Und hier kann man nochmal die Effekte sehen. Ja, also ob ich mir die für 100 Euro mitnehmen würde, wüsste ich jetzt nicht, aber wer jetzt zum Beispiel sowas ähnliches wie ein Tagesfeuerwerk habe und will nicht irgendwas mit 130 Euro oder so ausgeben für so ein Tagesfeuerwerk, für ein gutes, dann kann man sich ruhig mal dieses President Pyro mitnehmen. Ja, dann blättern wir auf. Dann sehen wir hier gleich den bösen Lehrer für 2 Euro. Das ist ein Vulkan mit grünen und silbernen Sternen und Crackling-Effekten. Ja, der hat eine Effekthöhe von 3 Meter und eine Brenndauer von 20 Sekunden. Also meiner Meinung nach für 2 Euro eigentlich schon recht gut, weil die Effekthöhe ja schon ordentlich ist. Ja, Brenndauer könnte ein bisschen länger sein, aber dafür hat man ja halt die riesige Effekthöhe. Ja, hier sieht man nochmal den Effekt hier oben. Ja, dann machen wir weiter. Dann haben wir das Zuckerpüppchen. Die hat 25 Schuss, 8 Meter Effekthöhe, brennt 25 Sekunden und hat ein Kaliber von 7 mm. Hier sieht man es nochmal, Zuckerpüppchen, 25 Schuss, Batterie mit lautem Crackling und hellen Farben. Kostet auch 1,99. Also für Crackling-Batterie, wie es ja hier steht, ja, ist eigentlich schon recht in Ordnung. Kann man sich auf jeden Fall mitnehmen. Und dann haben wir hier die böse Nachbarin. Ja, da haben wir 16 Schuss, dann 20 Meter Effekthöhe, dann haben wir eine Brenndauer von 22 Sekunden und ein Kaliber von 20 mm. Ja. Böse Nachbarin, 16 Schuss Batterie mit roten und grünen Sternen und Quackling-Effekten, ja. Hier sieht man nochmal den Effekt, ja. Dann machen wir weiter, dann haben wir hier eine Batterie von Vego, das ist die Cry of Hell. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber Cry of Hell, sage ich jetzt mal. Die hat 100 Schuss, eine Effekthöhe von 50 Metern, 30 Sekunden Brenndauer und ein Kaliber von 8 mm. Ja, also auf jeden Fall für 3,99 kann man die sich auf jeden Fall mal mitnehmen. Ja. Und dann haben wir hier unten noch die die Wise Lights, die hat auch 100 Schuss, 25 Meter Effekthöhe, brennt 50 Sekunden lang und hat ein Kaliber von 11 mm. Dann machen wir auf der anderen Seite weiter. Da haben wir die 25 Karat Batterie. Die hat 25 Schuss, 40 Meter Effekthöhe, die brennt 30 Sekunden lang und hat ein Kaliber von 18 mm. Hier sieht man immer den Effekt. Ja. Und dann haben wir die Boomerang, die hat 54 Schuss, 75 Meter Effekthöhe, brennt 25 Sekunden und hat ein Kaliber von 15 mm. Ja, hier sieht man den Effekt, wie gesagt.
Ja, dann gucken wir mal hier unten. Da haben wir die Flame Herz, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die hat 83 Schuss, hat eine Effekthöhe von 50 Metern, ja, brennt 45 Sekunden, hat ein Kaliber von 15 mm. Ja, das ist ein herrliche Leuchtkometen im Multicolor mit imposanten Silberschweifaufstieg, effektstarken Silberstern, Crackling-Kometen, schrilles Pfeifen und Bombetten mit smaragdgrünen Sternbouquets. Ja, also für 10 Euro und 83 Schuss. Also ist die Batterie schon ordentlich und auch eigentlich meiner Meinung nach recht preiswert, ja. Ja, also kann man schon mal mitnehmen. Ja, dann haben wir dieses Firemania. Das hat 75 Schuss, Effekthöhe bis 50 Meter und Kaliber bis 18 mm. Ja, da haben wir hier die 49 Schuss Burner, denn die 12 Schuss Burning Sky und die 14 Schuss Fire Party. Ja, kostet 8,99. Ja, also für so viel Batterien, also viel jetzt nicht, aber für drei Batterien eigentlich recht gut für den Preis, ja. Aber könnte eigentlich noch ein bisschen billiger sein. Ja, dann blättern wir um. Und hier haben wir ganz viel Premium-Feuerwerk, steht hier oben, obwohl das alles von Weco ist. Premium-Feuerwerk, naja. Dann haben wir den Sledgehammer mit 86 Schuss, 40 Meter Effekthöhe, brennt 45 Sekunden, hat ein Kaliber von 18 mm. Sieht man den Effekt. So, dann haben wir die G-Force, oder wie sich ausspricht, 48 Schuss, 40 Meter Effekthöhe, Brenndauer 40 Sekunden und ein Kaliber von 20 mm. Kostet 17,99, ja. Dann haben wir hier noch die Midnight Madness, die hat 167 Schuss, die hat 40 Meter Effekthöhe, brennt 85 Sekunden und hat ein Kaliber von 15 mm. Ja, und sowas, was hier abgebildet ist, ist zum Beispiel ein Tagesfeuerwerk. Ja, und dann machen wir hier weiter. Das ist, das sehe ich jetzt gerade nicht, wie das heißt, aber. Aber ich glaube, irgendwas mit Grandstein, also wenn das hier oben jemand lesen kann, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, weil ich kann das im Moment nicht lesen. Ja, die hat 135 Schuss, hat eine Effekthöhe von 70 Metern und eine Brenndauer von 85 Sekunden und ein Kaliber von 30 mm. Ja, dann machen wir hier weiter. Die hat 206 Schuss, hat eine Effekthöhe von 70 Metern, brennt 90 Sekunden und hat ein Kaliber von 13 mm. Das ist die Rollercoaster. Ja. Dann haben wir hier, das ist die Beatmania. Die hat 139 Schuss, hat eine Effekthöhe von 80 Metern, eine Brenndauer von 70 Sekunden und ein Kaliber von 48 mm. Ja, dann machen wir weiter. Dann haben wir hier die Showdown. Die hat 200 Schuss glatt, 65 Meter Effekthöhe, Brenndauer 70 Sekunden und ein Kaliber von 20 mm. Ja. Und dann haben wir hier, das ist die I Love Mama. Die hat 102 Schuss, hat eine Effekthöhe von 20 Metern, brennt 65 Sekunden und hat ein Kaliber von 25 mm. Ja, dann blättern wir um und dann kommen wir auch schon auf der letzten Seite. Und dann haben wir erstmal die Skybongs mit einem Kaliber von 25 mm und 45 Metern Effekthöhe. Ja, also so wie ich gehört habe, sind die Skybongs neu auf den Markt gekommen. Dann haben wir hier die am Wunschrakete, wie jedes Jahr. Da braucht man nicht viel zu sagen, ja. Dann haben wir ein Raketenset, Wishes of Gold, ja. Also kenne ich bis jetzt noch nicht. Weiß ich auch nicht, ob ich mir das dieses Jahr holen soll.
Aber hat auf jeden Fall 10 Raketen, 6 Goldeffekte und 4 Wunschraketen mit fetzigem Knalleffekt. Ja. Und dann haben wir das Armageddon für 10 Euro. Ja. Müsste eigentlich jeder kennen. Ja, sehr bekannt. Ja, dann machen wir weiter. Dann haben wir die China Bella D. Da brauche ich nichts zu sagen. Ja, hier Wunderkerzen braucht man auch nicht unbedingt. Habe ich auch noch massig zu Hause. Ja, dann haben wir hier wieder ein Raketenset. Das sind die Wolkenstürmer. Ja. Das hat eine Effekthöhe von 70 Metern und sind 27 Raketen. Ja. Und hier wie abgebildet alle mit Zerleger. Ja, dann machen wir weiter und dann kommen wir, glaube ich, auch zum letzten. Und da haben wir dann das Wonderland. Ja, kostet 7,99 €, hat über 130 Artikel und 6 Raketen. Ja, wie abgebildet, hier so ein kleines Zerleger. Also für 7,99 € kann man sich eigentlich mal mitnehmen, ja. Also wer sich's mitnehmen will, kann es machen, aber für wen das zu teuer ist, der kann sich auch halt billigere Raketen setzen, wo da manchmal auch Raketen drin sind mit besseren Zerleger. Ja. Und dann haben wir bloß noch die letzte Seite. Hier ist ein Anmeldeschein, ja. Und dann haben wir hier nochmal hier. Die Glücksbringer, Tischbomben, braucht man nichts sagen. Und hier nochmal Tischfeuerwerk, Stimmungskanon. Ja, Leute, und das war's auch schon mit meinem Unboxing. Und dann würde ich sagen, denn bis bald.